wollte jetzt gar nicht zu dem Ergebnis der Beweisaufnahme Stellung nehmen, vielleicht nur so viel. Die interessantesten Antworten von Herrn Urlau waren die, wo er mit Nicken geantwortet hat, weil da ging es um wirklich brisante Sachen und er hat sich wohl nicht getraut, Ja zu sagen und hat dafür genickt, was ja jetzt auch im Protokoll steht. Aber ich wollte einen kurzen Kommentar abgeben zu der Entscheidung des Generalbundesanwalts, offenbar kein weiteres Ermittlungsverfahren einzuleiten wegen des Kanzlerhandys. Die Entscheidung des Generalbundesanwalts ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, ein schlechter Witz und sie ist unseriös. Der Generalbundesanwalt soll mal mitteilen, welche Ermittlungen er angestellt hat, um einen Tatverdacht zu prüfen und hier meiner Ansicht nach zu bejahen. Hat er die Verletzte und die Zeugin Angela Merkel zu dem Vorfall befragt und hat er sie danach befragt, was der mögliche Zeuge Obama ihr am Telefon zu diesem Ausspionieren gesagt hat? Das wären ganz wichtige Erkenntnisse. Ich fordere den Generalbundesanwalt auf, nun erstmal die Ermittlung durchzuführen und wenn er einen Sachverhalt ermittelt hat, dann kann er auch beurteilen, ob er an der Strafverfolgung der dann Tatverdächtigen scheitert und nicht weiterkommt. Aber wir wissen alle, dass etwa die Staatsanwaltschaft München sehr viel mehr Mut auch vor US-Stellen gezeigt hat, als sie beispielsweise gegen Mitarbeiter der CIA-Verfahren eingeleitet, Ermittlungen geführt hat und dann, nachdem die Ermittlungen einen hinreichenden Tatverdacht erbracht haben, auch Rechtshilfe ersuchen, an die US-Behörden gestellt hat. All das hat der Generalbundesanwalt offenbar nicht mehr. Herr Ströbel, noch eine Frage und erlauben, es sind ja auch vielleicht Akten im Spiel, sollten im Spiel sein, die jetzt dem Ausschuss vorliegen, hat der Generalbundesanwalt in einem Rechtshilfersuch und was an Sie gerichtet? Mir ist nichts bekannt darüber, dass der Generalbundesanwalt ein Rechtshilfeersuchen hier an den Ausschuss gestellt hätte und vielleicht Akten beigezogen hat. Ich weiß nicht, ob er überhaupt irgendwas ermittelt hat, ob er überhaupt irgendwelche Zeugen befragt oder Ermittlungen durchgeführt hat. Ich weiß nur, dass er lange die völlig abwegige Auffassung vertreten hat, dass nicht mal ein Anfangsverdacht da war. Und zwar hat er das immer noch behauptet, nachdem selbst Angela Merkel davon ausgegangen ist, dass sie abgehört worden ist und ja empört mit dem US-Präsidenten Obama telefoniert hat und der ihr zugesichert haben soll, dass sie in Zukunft nicht weiter abgehört wird, jedenfalls solange er in der Regierung ist. Wie man danach noch davon ausgehen kann, dass nicht mal Verdacht da ist, um Ermittlungen weiterzuführen, das verstehe ich nicht. Eigentlich wäre es die Aufgabe des Generalbundesanwalts, nicht nur in diesem Falle, sondern insgesamt in den NSA-Skandalen, muss man ja sagen, echte Ermittlungen durchzuführen und den Untersuchungsausschuss auch durch Ermittlungen zu unterstützen. Wir haben ja immer wieder die Forderung, dass wir sagen, er könnte zum Beispiel auch versuchen, Edward Snowden zu befragen. Also wenn Edward Snowden schon nicht nach Deutschland kommen darf und hier vor dem Ausschuss aussagen kann, der Generalbundesanwalt hat ja viele Möglichkeiten. Also er könnte auch flankierend den Untersuchungsausschuss unterstützen, aber offenbar ist ihm das alles viel zu heiß. Er hat nicht den Mut, den manche Staatsanwälte auf Landesebene aufbauen. Herr Ströbel, noch eine Frage. Zu den Konsultationen wegen der Selektorenliste. Wegen der Konsultationen wegen der Selektorenliste. Ja. Da hieß es ja mehrfach, irgendwie, es gäbe da völkerrechtliche Abkommen, durch die notwendig werden. Jetzt hat Frau Wacken gestern gesagt, oder besser gesagt, darauf abgestellt, auf dieses MOA bzw. auf das Grundgesetz. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, aber kein völkerrechtliches Abkommen. Ist Ihnen da vielleicht bekannt, worauf da abgestellt wird? Und, ja. Nach meiner Kenntnis wird sich bezogen auf Anhänge zu diesem berühmten, berüchtigten MOA. Das mag sein. Wir haben ja übrigens auch gar nichts dagegen gehabt, als der Chef des Bundeskanzleramts uns verkündet hat, dass er Konsultationen durchführt. Das ist, glaube ich, jetzt 6 Wochen her.
weil er dabei versprochen hat, dass das schnell geht, dass das Tage, vielleicht ein, zwei Wochen dauert. Jetzt sind wir 6 Wochen später und haben immer noch kein Ergebnis von Konsultationen. Ich fürchte, das wird genauso behandelt wie etwa die Fragen, die die Bundesregierung im Sommer 2013, Sie erinnern sich vielleicht noch ganz dunkel, an die NSA, die Bundesregierung, geschickt hat, mit der Bitte, die zu beantworten. Da kamen die auch zurück und hat gesagt, die NSA wird das natürlich alles beantworten, aber die brauchen ein bisschen Zeit. Die müssen noch einige Dokumente herabstufen. Jetzt sind wir 2 Jahre später und hat immer noch keine Antwort auf die Fragen. Also die Bundesregierung lässt sich von der NSA, von den US-Behörden auch an der Nase rumführen. Wenn wir das ernst nehmen, dass sie tatsächlich Konsultationen verfügen. Aber ist das dann nicht auch eine Form von Irreführung der Öffentlichkeit, wenn sie hier auf völkerrechtliche Abkommen bezogen wird, die dann aber sie gar nicht existieren bei der Konsultation? Nein, das kann ja auch ein Gebot der Höflichkeit sein, dass man die Gelegenheit zur Stellungnahme, da bin ich viel zu sehr Rechtsanwalt, als was ich sage, also man soll auch den anderen, die da möglicherweise betroffen sind, eine Möglichkeit geben, dazu was zu sagen. Das kann man ja alles machen, aber man darf das nicht missbrauchen, um das eigentliche Ziel zu verdecken. Und wir haben hier den Eindruck, wir spielen jetzt erstmal auf Zeit, jetzt kommt die Sommerpause, was im Herbst wird, wird man dann sehen. Die haben ja gute Erfahrungen gemacht, leider im Jahr 2013, mit den großen Erklärungen am 12. August durch Herrn Pofalla und alle anderen haben sich dem ja angeschlossen. Da haben sie ja tatsächlich das ganze Problem erstmal weitgehend beerdigt, bis es dann wieder hochkam, als das passierte, dass das Abhören des Handys der Kanzlerin bekannt wurde.